Wie kann man Anwendersoftware unterscheiden? Nun, viele Möglichkeiten. Man kann natürlich Anwendersoftware unterscheiden nach der Art der Anwendung, zum Beispiel Textverarbeitung, Musiksoftware, Grafiksoftware, Videosoftware, was immer. Hier die Unterscheidung, die ich jetzt mal hier vornehme, ist die Unterscheidung in Standardsoftware und Individualsoftware. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.